Einen schönen guten Tag, liebe Phobiker. Willkommen zurück bei Phobia, St. Dimpfner Hotel. Heute mal ohne Facecam. Ich sehe relativ matschig aus, weil es ist einfach so heiß. Es ist heiß, ich habe keine Lust, weil ich am Schwitzen bin und... Ne. Ich bin jetzt ja nochmal ein bisschen rumgegangen. Hab nochmal versucht, irgendwie einen Hinweis zu bekommen, wie wir hier weiterkommen. Also entweder den Schlüssel oder irgendwas, was uns weiterhilft. Ich habe was anderes gefunden, und zwar ein Zahnrad. Ich zeige euch mal kurz, wie ihr das bekommen könnt. Das war richtig hart, Trial and Error. Man muss dieses Schachspiel hier gewinnen. Und hier auf dem Schachbrett seht ihr auch schon die Lösung des Ganzen. Muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Also es hat bei mir schon ein bisschen gedauert. Jetzt nicht krass lang, aber ja. Euch ist doch noch wahrscheinlich aufgefallen das letzte Mal, dass diese Bilder hier aufgeleuchtet haben, nachdem ich den Text hier gelesen habe, ne? Ich habe festgestellt, weil der Cursor sich verändert hat, wenn ich auf die Bilder gehe, dass ich damit interagieren kann. Und die leuchten dann halt auf. Wir müssen das jetzt in einer speziellen Reihenfolge machen und dazu müssen wir halt nochmal den Text lesen. In meinem Schloss einmal begann ich nachzudenken. So, in meinem Schloss. Das müsste dann ja das sein, oder? Erste. Denke ich mal. Schloss 1. Schreib mir das mal kurz auf. Los. Moment. So. War ich mit einer eng verbundenen Familie und einer großen Anzahl von Angestellten bedacht, an ein gutes Leben gewöhnt? So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Viele sind das nicht. Ja, ich glaube, das wäre dann... Die Bilder haben wir denn? 5, ne? Ja. Das wäre dann die 5. So, Familie. So, immer dann. Nachdem ich lange mit zwei treuen Freunden gesprochen hatte, erinnerte ich mich daran, dass ich Gott immer vertrauen konnte, weil er unsere Gebete immer erhört hatte. Okay. Ja, gut. Da ist eine Person alleine, das würde nicht hinhauen, mit Freunden zu reden, aber das kommt dann, glaube ich, dem schon näher. Also, Freunde. 3. Wo war ich denn? Achso. In derselben Nacht noch betete ich für ein Zeichen und ein Engel kam und sprach zu mir. Ich versammelte rasch meine Freunde um mich, um der See und ihren Stimmen zu trotzen. Okay, das heißt, das Bild wäre hier. Das heißt, 2. Ich glaube einfach mal Engel. Engel. So. Dann wäre das letzte hier. Schiff. Das würde dann heißen, das hier, warte mal, 1. Das wäre dann 1, 5, 3, 2, 4. 1, 5, 3, 2, 4. Schneller gehen, 1. Mhm. Bitte. Das geht so schnell aus. 1, 5, 3, 2, 4. 5. 5. Jetzt hat's geklappt. Was haben wir denn da? Da lugt doch was. Aber wo ist das aufgegangen? Sehe ich das damit? Also hier war's nicht. Irgendein Regal. Ach, hier in der Mitte, oder was? Ah! Und um die Tür zu öffnen, müssen wir das andere Rätsel noch lösen. Okay, ja, jetzt wird ein Schuh draus. Und ich laufe hier die ganze Zeit, kämpfe unnütz gegen Monster für Plemper, so viel Munition. Ich habe halt auch fast nichts mehr. Und dann, ja, einfach nochmal sich die Bilder angucken. Ja, genau, die hier sieht man halt nicht, ne? Das ist schon sehr frech. Aber lesen wir erstmal. Ich habe mehrere Kinder und mehrere Schwestern. Was? Ich habe mehrere Kinder mit mehreren Schwertern geführt. Okay, müssen wir mal gucken. Und das wäre dann die 3. Da sind Schwerter zu sehen. Ich glaube, das andere passt irgendwie nicht. Okay. Also wäre das dann Schwerter. 3.
Gut, was haben wir noch? Achso, ich muss die Kamera gar nicht ausmachen. Perfekt. Ich habe verzweifelt gebetet, denn ich weiß, dass viele Menschen durch meine Hände getötet wurden. Betet. Könnte das hier sein, oder? Hier? Da betet ja jemand, oder? Ja. Also. Beten. Hier. Ich fühle mich lange Zeit allein und verlassen, aber ich hatte immer Hoffnung. Okay, was könnte das denn sein? Gut, das sieht schon sehr einsam aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Also die anderen Bilder wirken zwar jetzt auch nicht unbedingt so untrostlos, aber ja. Ich würde schon sagen, zwei. Ich schreib mal auf. Trostlos. Zwei. Selbst wenn der Schmerz mir körperlich nichts anhaben konnte, sondern eher wie ein Fels auf meiner Brust lastete, erlag ich nie der Versuchung des Teufels, mir durch den Stein des Lebens zu. Und das hier, oder was? Da hat sich jemand aufgehangen. Oder? Ne, da ist jemand tot. Schreib mal tot 5. Da bleibt dann noch 1 übrig, das heißt die 1 kommt als letztes. Okay, das wäre dann also 3, 4, 2, 5, 1. 3, mal gucken, 3, 4. Fünf, ein. Perfekt. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Okay. Das war jetzt doch nicht so schwer, wie ich dachte. Machen wir wieder den Schlüssel. Ein Geheimraum. Spannend. So, vielleicht finden wir jetzt hier endlich den Schlüssel. Das ist auf jeden Fall ein Safe. Kann ich den öffnen? No, da fehlt mir ja der vierte Teil des modularen Schlüssels. Ich wette aber, da ist das drin, was ich brauche. Das ist verschlossen, natürlich. Memento Mori. Was ist ein Upgrade-Ding? Plus 1. Nochmal Licht. Oh ja, eine weitere Tasche. Nice. Mehr Platz im Inventar. Hier auf dem Schreibtisch natürlich müssen wir uns auch umgucken. Da ist nix. Auch nicht. Da loopt schon was raus. Ah, Schrotpatron. Nice. Und hier haben wir auch nix. So, was haben wir denn hier? Ankündigung an den Sicherheitsdirektor des Zentralblocks. Alle Passwörter für Block A befinden sich in diesem Dokument. Beachten Sie bitte, dass für jedes Passwort eine eigene Zugangskarte erforderlich ist. Oh shit, das sind die Passwörter, die wir brauchen. Mit den Karten, ne? Oh, jetzt können wir unten die rote Tür öffnen. Fuck, ja. Bewahren Sie die Karte sicher auf, da die meisten dieser Orte unter einer Zugangsbeschränkung stehen. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Bereich betreten. Es gelten keine Ausnahmen. Passwörter, zweite Etage, dritte Etage, vier, fünf, drei. Ah, okay, alles klar. Das sind 6 Stellen. Ja, könnt hinkommen. Ja, perfekt. Und die blaue Karte. Ich drehe komplett am Rad. Blaue Karte. Können wir das lesen? Nein. Öffne mit Doppelklick. Achso, Maus. Achso, ich kann direkt auf dem Bildschirm. Das ist ja. What? Okay. Muss das auf dem Bildschirm lesen, alles klar. E-Mail von Pedro an Tomé? Wird das so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. 22.09.2009. Die Subjekte sind geflohen und ins Hotel eingedrungen. Ich weiß, dass wir unseren Flügel unter keinen Umständen verlassen dürfen, aber ich habe beschlossen, mich ein paar anderen anzuschließen.
die untere Etage fliehen. Ich habe mein Zimmer abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Mir wurde Zimmer 719 gewiesen. Auf dem Weg nach unten wurden wir angegriffen und ich wurde von der Gruppe getrennt. Das Treppenhaus vom Block B voller Schutz, weshalb ich gezwungen war, die fünfte Etage zu durchqueren, um zum Block A zu gelangen. Im Büro muss eine weitere Schlüsselkarte sein, mit der man hierher kommt. Ich befinde mich derzeit in der dritten Etage, Zimmer 303. Sollte ich wieder fliehen müssen, werde ich den Schlüssel zu Zimmer 709 hier zurücklassen. Also brauchen wir den Schlüssel zu Zimmer 303 oder was? Also es macht für mich halt am meisten Sinn. Rivera, bla bla bla. Öffnen mit Doppelklick. Kann nichts öffnen. Offline. Achso, kann ich das... Ach, guck mal. E-Mail. Meine Dokumente. Foto. Okay, spannend. So 3. Sieht aus wie so eine unterirdische Anlage, ne? Unterirdisches Forschungslabor wie in Resident Evil. E-Mail. Okay, die anderen E-Mails kann ich irgendwie nicht öffnen, warum auch immer. Damn it! Of course they decided to hide it on the opposite side of the hotel. I have to find a way to get down there. Ich frag mich gerade, ob der Code, den ich gekriegt habe, nur mit der blauen Schlüsselkarte funktioniert, ne? Müssen wir mal ausprobieren. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter, definitiv. Also jetzt weiß ich zumindest, ich werde nochmal speichern gehen. Jetzt weiß ich zumindest, okay, wir haben Codes, wir haben die blaue Keycard, das ist auch schon mal extrem viel wert. Und dann werden wir am Ende vielleicht auch noch herausfinden, was ich mit diesem Zahnrad anfangen kann, weil aktuell kann ich das nirgends einsetzen. Ich bin davon ausgegangen, dass bei diesem Rätsel, ja, mit den Bildern, dass dieses Loch in der Mitte mit diesem Symbol dieser Organisation, dass das was damit zu tun hat, dass man da irgendwas reinstecken muss oder so. Wäre mein Guess. Aber nee. Aber da wir das gerade nicht brauchen, lege ich es mal ab. Die lade ich gleich rein. Cube brauche ich auch erstmal nicht. Ich habe gedacht, den könnte ich für irgendwas gebrauchen, aber ist nicht so. So. Gut, Speichern sehr wichtig. Alles klar. Na gut. Wir sind ja im dritten Stock, aber wir kommen hier zu keinem der Zimmer, weil die Gänge sind nicht passierbar für uns. Das heißt, irgendwie müssen wir da auf die andere Seite des Hotels kommen, wie er schon gesagt hat. Ich glaube, es wäre möglich, wahrscheinlich von dem vierten Stock aus dann irgendwie hier runter. Vielleicht gibt es oben im vierten Stock ein zerstörtes Zimmer, wo man runter kann oder so. Aber ihr seht ja, der Gang ist komplett hier, der Gang ist komplett eingebrochen. Da. Keine Chance. So. Die rote Tür und noch eine blaue Tür waren, glaube ich, im sechsten Stock, war das so? Also hier definitiv nicht. Ich glaube, ich komme von hier aus nicht nach oben, ne? Ist alles zugeschüttet. Der dritte Stock ist ziemlich abgeriegelt. Deswegen käme der fünfte Stock in Frage. Gucken wir da mal nach. Ansonsten fahren wir wieder hoch in den sechsten. Also einer von den Stockwerken muss es ja definitiv sein. Ich weiß ja noch, was ich gesehen hatte. Ach, hier kann man aufspeichern und Sachen ablegen. Okay, praktisch. Was? Ja, geil. Ich komme hier nicht hin. Fantastisch. Hier war ja auch nichts mehr, ne? Don't open that inside. Ich finde das immer noch so cool. Diese Anspielung auf The Walking Dead. Ne, ich komme vom fünften Stock aus hier gar nicht rein, da hinten in die Tür. Ich muss in den sechsten und dann runterlaufen wahrscheinlich. Das Aufzufahren nimmt immer so ein bisschen Zeit in Anspruch, aber das jedes Mal rauszukutten, das bringt es halt auch nicht wirklich. Oder war das hier? Also hier ist auf jeden Fall ein Pad.
starten. PC. Ah, hier. Ich muss noch mal gucken. Der Code. Ups. Wir sind in der 5. Etage. Ist das richtig? Ne, wir sind in der 6. Etage, ne? Schreib mir den Code mal händisch auf. 7, 7, 5, 4. Der Code hier stehen. Ich muss noch ein paar durchstreichen, sonst komme ich durcheinander. 7, 7, 5, 4, 9, 2. Schreib mir den anderen auch nochmal auf für die 5. Etage, falls ich doch in der 5. sein sollte. 6, 4, 5, 8, 2, 0. Alles klar. So, probieren wir das mal. Also. Was haben wir denn da? 7, 7, 5, 4 und 2. Geil! Ich bin drin. Mega gut. Natürlich ist das eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Was auch sonst. In einem anderen Raum hatte ich auch noch eine, die verschlossen war. Ich habe leider keinen blassen Schimmer, ob ich dafür einen Schlüssel brauche oder einen Lockpick oder was weiß ich. Ich gucke mich aber meistens auch so ein bisschen mit der Kamera um, ob ich hier vielleicht irgendwas sehe. Aber nee. Ich will noch nichts vergessen. Vielleicht sieht man auch vielleicht Munition oder irgendwas in der Richtung. Verschlossen halt, ne? Ich wünschte, ich könnte den Schlüssel auch dafür verwenden, aber nein. Toll, es hat mir nur gebracht, dass ich ein Upgrade-Material habe, das war's. Aber es gab noch eine andere Tür, eine blaue. Und jetzt haben wir die blaue Keycard, ja, ne? So, ich muss mich nur noch mal dran erinnern, wo das war. Nee. War das hier unten? Geräusche machen mich wahnsinnig. Ich denke die ganze Zeit, dieser Typ kommt wieder. Toll. Da komme ich auch nicht weiter, ey. Ich glaube, Zimmer 303 war mit einer Kette versehen, ne? Das heißt, wahrscheinlich bekomme ich jetzt bald den Bolzenschneider. Denke ich jetzt mal. Ist nix. Dass ich dann die Türen endlich öffnen kann, die verschlossen sind. In der Kette. Bist du auf, aber es bringt halt leider echt nichts. Okay. Wir sind im 6. Stock. Dann markier mir kurz was. So. Es kann gut sein, dass das hier im... Alles nicht gut. Nimm mal die Waffe zur Hand. Das ist schon wieder so Chosen anfallen. Oder was auch immer. Also dieser Effekt eben. Vielleicht kein gutes Zeichen. Bin lieber vorsichtig. Nicht wie gesagt, dass jetzt hier ein Gegner mich von der Seite anspringt und dann bin ich tot. Was hier? PC. Ah, hier. Das könnte, glaube ich, der Raum gewesen sein, oder? Ja, hier. Sag mal, brauche ich gerade nicht mehr. Ja, guck mal, und hier ist schon direkt eine Kette. Also, dass ich den Bolzenschneider hier kriege, ist sehr wahrscheinlich. Okay. Blaue Karte. So, der Code hierfür müsste sein 645820. 645820. Let's open this shit. So, hier ist ein weiteres Schachbrett, aber damit kann ich nicht interagieren. Ist nix. Dem Bild. Ave Maria. Wieder Schachfiguren. Was haben die alles mit den Schachbrettern und Schachfiguren? I don't get it. Oh, ein Safe.
Was ich denn? Keine Ahnung. Ah. Googeln. Sehr gut. Kann ich die noch in die... Ah, ich kann die definitiv noch ins Magazin laden. Perfekt. Und trotzdem die Schrotflinte, man weiß ja nie, ne? Ah, mehr Kugeln. Perfekt. So. Ah, guck dir den mal an. Oh, der ist lieb. Süß. Oh, den hätte ich auch gerne als Pflicht. Der sieht knuffig aus. Okay, jetzt sind wir hier. Ist das alle Brett? Oder Tür, whatever. Fällt halt einfach um, ne? Sind wir auf der anderen Seite? Fantastisch. So, da drüben ist schon so ein Upgrade-Ding. Das fliegt da irgendwie in der Luft rum, aber. Komm nicht auf die andere Seite. Mein Charakter kann auch hier nicht runter. Der will nicht. Kann ich verstehen, man könnte sich ja die Kniescheibe brechen, das wäre nicht so gut. Hier gehen wir erstmal. Da irgendwas. Könnte aber auch Kleinvieh sein. Entweder über mir oder unter mir. Ich weiß es nicht genau. Ja. Irgendwas ist hier. Da. Hier schon wieder. Auch wenn es Munition kostet, besser so, als dass die mich hier anpacken und ich Lebensenergie verliere. Ah, guck an. Super. Auch immer wieder in die Ecken gucken, es muss leider sein, weil hier zum Beispiel, die hätte ich direkt übersehen, weil die wären noch nicht farblich hervorgehoben oder sonst irgendwas. Man nimmt die kaum wahr. Da hier ist ein Schlüssel. Metalltor in der 6. Etage. Das ist wie die Tür hier. Die ist... Fuck, ja, wir haben einen Shortcut. Die Tür ist offen. Da drehst du durch. Super geil. Ja, wir machen Fortschritt. Definitiv. Also... Bin's froh, jetzt nicht mehr so lost zu sein in diesem Spiel. Es ist halt manchmal echt schwierig hier so sich so zurechtzufinden. Es ist halt auch alles super verwinkelt und irgendwie vieles kaputt und man muss immer wieder hoch und runter laufen, dann weiß man gar nicht, wo man ist. Das wird auch halt einem nicht angezeigt und eine Karte haben wir halt auch nicht. Das ist halt schon mal ein Manko. Hm, okay. Dann gehen wir runter. Da kommt er. Kommt da schon. Werde ich töten. Oh Junge. Komm mal klar. Shit. Dass sie so rumwackeln müssen, ne? Sie sehen so richtig eklig aus. Und dass ihr Herz in der Luftröhre haben, das irritiert mich immer noch. Ich glaube nicht mal, dass es denen ihre Schwachstelle ist. Guck mal, da ist irgendwas, das leuchtet. Tentakulus. Oh! Ja. Ja. Bitte mehr davon. Vielleicht noch so 20 oder so. Alles klar. Nach Land. Nice. What the fuck? Alter, daneben. Der lebt noch. Hallo, wechsel doch mal die Waffe ein bisschen schneller. Was zum Teufel? Was ist mit dem denn los? Hat sich noch selbst angeguckt. Was ist hier? Oh nö, ich bin tot. Ja, okay, passt. Ich finde es aber gut, dass die Kämpfe nicht so überhand nehmen. Also ja, man kämpft hier gegen Monster, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Main-Focus. Der Main-Focus ist eher das Gebiet entdecken und Rätsel zu lösen. Sich natürlich gegen die Monster auch wehren zu können, hat man halt die Waffen. Das ist ja auch kein Hide-and-Seek-Spiel.
Fehler auf eine Toilette über, kann das sein? Oder ein Waschbecken? Ist nix, ne? Da sind noch Kugeln. Sofort nachladen. Man hat gesehen, innerhalb des Kampfes nachladen, da die Nachladegeschwindigkeit so beschissen ist. Das kann absolut tödlich enden. Wir haben 4 Punkte. Soll ich nochmal was in die Pistole stecken, frage ich mich. Vor allem was hier Munitionskapazität angeht, brauche ich aber nochmal ein mehr. Rotflinte. Verringert die Nachladezeit. Wird die Schusskraft, das kostet direkt schon mal 8. Ich glaube, ich erhöhe nochmal die Nachladezeit der Schrotflinte. Das ist, glaube ich, im Kampf super wichtig, dass ich schnell nachladen kann. Ansonsten kriege ich direkt eine geschmiert. Gott, ich tue schon wieder. Hä? Jesus Christ, that was close. I better hurry and find this damn 709 key before he comes back. Hä? Ich habe gar nicht verstanden, was passiert ist. Hat er uns so runtergestoßen oder bin ich runtergefallen? Ah, der Weg ist versperrt. Okay, da fehlt was. Hier. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, so wie ich vermutet habe, der dritten Ebene. Anderen Seite. Ah, hier. Noch was. Oh ja, oh ja. Der Loot ist gut. Der Loot steht ihm gut. Geil, ich habe 2. So eklig. Ich habe 2 im Lauf und dann noch 6 auf Tasche. Ich werde es wahrscheinlich brauchen. Ich wechsle trotzdem auf die Knarre. Weil die Munition werde ich brauchen. 308, 309. Die Zimmer sind halt da oben, ne? Nee. Einer hinter mir. Man weiß ja nie, ne? Richtiger Eitersack hier. Eine Kiste. Das läuft sich gut. Kann ich ein bisschen was ablegen. Heilung. Aber ich brauche halt alles. Aber die Karten kann ich erstmal ablegen, glaube ich. Also jetzt gerade brauche ich sie nicht. Dann auch lieber ein bisschen mehr Platz für Munition haben. Verbandskasten nehme ich mit. Was? Wo? Ich hab gerade ins Menü geguckt, sorry. Also, was passiert ist, habe ich nicht gesehen. Hier brauche ich die Kamera, ja. Dann kann ich hier durch. Maschinengewehrkugeln, aber ich habe kein Maschinengewehr. Ich habe jetzt schon mal ein paar gefunden, aber was bringt's mir, wenn ich keine. Die mal an, wie die da rumstehen. Na, da kommt er schon. Super. Er ist nicht tot. Er lebt noch? Was Henker haltet ihr denn aus? Es ist auch richtig gemacht. Wenn noch eine Patrone im Lauf ist, es ist manchmal so bei anderen Shootern, dass wieder direkt 2 Kugeln nachgeladen werden, obwohl es eigentlich gar nicht muss. Guck mal, er sieht mich nicht mal. Wäre geil, wenn es so eine Art Backstep gäbe hier in diesem Spiel. Aus nächster Nähe. Perfekt, ist tot.
Junge, Junge, Junge. So, erstmal nochmal hier die Gegend absuchen nach Munition oder anderweitigen Sachen. Ich glaube aber hier in dem Raum, hier war nichts weiter, ne? Nur die Maschinengewehrkugeln. Hier geht's runter. Ah, jetzt bin ich wieder im ersten Stock. Ah, okay, das ist der versperrte Bereich. Gut, das heißt, das hier ist der zweite Stock hier. Das sieht man ja auch anhand der Zimmer. 204. Oh Gott! Jetzt habe ich mich erschreckt. Ich habe das wie gar nicht gesehen. Was tot. Dreckiger, ey. Habe ich noch Pistolen? Ne, habe ich natürlich nicht. Oh, ja, genau. Da kommt der nächste, ey. Leck mich am Arsch. Ich will doch nicht mit der Schrotflinte auf die ballern. Das wäre richtig dumm. Ich muss mich aber heilen, ey. Kasten dauert immer ein bisschen. Aber dann bin ich voll. Bitte nicht noch mehr von denen. Ich muss so einen Schaden fressen, weil... Alter, mit der Schrotflinte auf die ballern, das ist richtig dumm. Halt echt frech. Okay, hier kann ich rein. Cooles Bild. Papas Tonkugeln wären halt echt super. Ich habe auch schon überlegt, ein paar zu bunkern für den Fall der Fälle, ne? Wie viel Schuss habe ich denn jetzt? 30 Schuss. Und ich habe diese räudige Waffe nicht. Das wäre so cool, hätte ich die jetzt schon. Naja. Auf jeden Fall, wir sind schon bei einer halben Stunde angelangt. Wir sind jetzt erstmal am Ende dieser Episode von Phobias und Dimpfner Hotel. Wir machen das nächste Mal weiter hier in Zimmer 300. Und dann gehen wir in Zimmer 303 und uns den Schlüssel besorgen für Zimmer 709. Ob uns das gelingt oder ob wir vorher abkratzen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Macht es gut, bis dann. Tschüss.